Sei kein Axtmörder. Die drei größten Fehler, die Männer beim Ansprechen machen. Ihr wisst es ist wieder Zeit. Der Axtmörder ist wieder da. Heute will ich dir erklären, wie du kein Axtmörder bist. Was heißt das? Wenn du es noch nicht kennst, unsere größte Bezeichnung hier, unsere Community-Bezeichnung Axtmörder, heißt einfach, du bist ein komischer Typ. Und heute will ich dir erklären, wie du es schaffst, kein Axtmörder zu sein. Ich möchte dir die drei größten Fehler offenbaren, die du beim Frauenansprechen machen kannst, die ich immer wieder bei meinen Coaching-Teilnehmern sehe, wo ich mir immer denke, oh nein, jetzt packt er wieder den Axtmörder aus und die Frau ist weg. Numero uno, numero eins, das Schlimmste, was du machen kannst, eine der schlimmsten Sachen, die du machen kannst, ist nicht zu checken, was das da gerade für eine Situation ist. Also du musst mal Folgendes verstehen. Ja, und das macht dich schon per Definition zum Axtmörder, wenn du einfach nicht in der Lage bist, dich in die Situation reinzuversetzen, wenn du nicht in der Lage bist, dich in die Frau reinzuversetzen. Für dich ist es vielleicht normal, dass du die Frau ansprichst, dass du jeden Tag Frauen ansprichst, aber für die Frau ist es das nicht. Und nur weil es für dich normal ist, heißt das nicht, dass es für die Frau normal ist. Und das musst du beachten. Was zum Beispiel Männer ganz oft machen ist, die Frau geht dann zum Beispiel weiter und die Männer gehen dann mit der Frau mit. Und das ist ja auch in Ordnung, das siehst du auch in meinen Infield-Videos, das habe ich dir ja auch genau so gezeigt. So, aber bitte, dann sag doch bitte so etwas wie, ah okay, ich begleite dich ein Stück und muss auch gleich da vorne weiter. Sag doch bitte so einen kleinen Satz, der etwas ganz, ganz Wichtiges macht, nämlich Druck aus der Situation zu nehmen. Die Frau denkt sich dann nur, oh mein Gott, was ist das jetzt hier? Ich verstehe die Situation nicht. Wie lange wird er mir hinterherlaufen? Ist er vielleicht ein Axtmörder, der mich mit nach Hause verfolgt und dann mit seiner Axt ermordet? Natürlich bist du kein Axtmörder, aber das weiß sie ja nicht. Deswegen musst du es ihr einfach sagen, indem du sagst, keine Sorge, ich begleite dich ein Stück und muss dann auch da vorne weiter. Oder ich begleite dich bis zur Ampel und dann muss ich auch weiter. Was? Du musst zur S-Bahn? Dorthin begleite ich dich und dann muss ich auch weiter. Heißt ja nicht, dass du wirklich dann da das ganze Schluss machen musst. Es ist nur einfach, um Druck rauszunehmen, um der Frau zu zeigen, hey, alles gut. I'm not an ex-murderer. Ja, das ist ganz einfache Kommunikation. Oder wenn die Frau vor dir steht und sie guckt verwirrt so. Oder sie fragt, oder sie macht Folgendes. Sarah? Ich komme aus Berlin, 23. Wenn alle ihre Fragen, alle ihre Antworten auf deine Fragen selbst wie Fragen klingen, dann ist die Frau verwirrt. Dann kann sie mit der Situation nichts anfangen. Und dann solltest du nicht so tun, als ob das nie gewesen wäre, sondern einfach sagen, ah Sarah, oder hey, ich sehe, du bist gerade ein bisschen verwirrt, keine Sorge, du hast mir nur gefallen, deswegen wollte ich kurz mit dir quatschen. Ich muss auch gleich weiter. Schon ist kein Druck mehr in der Situation. So einfach ist das. Du musst erkennen, was die Person da vor dir fühlt und du musst damit arbeiten. Weil wenn du ihr das zeigst, wenn du ihr zeigst, ich bin empathisch, ich verstehe, dass das eine komische Situation ist, dann kann sie sich sicher sein, dass du kein Axtmörder bist. Ja, das ist die erste Sache. Wenn du hinterher rennst der Frau oder wenn du irgendwie was siehst bei der Frau, geh auf die Sachen ein, sag ihr, ich komme noch ein Stück mit, nimm Druck aus der Situation raus. Erkenne, dass es für die Frau wahrscheinlich eine komische Situation ist. Die zweite Sache, die du auf jeden Fall unterlassen solltest, gerade wenn du ein Anfänger bist, sind diese cleveren und tollen Sprüche auf Shit-Tests. Ja, das ist dann sowas wie, hey, sag mal, wie viele Frauen hast du denn schon angesprochen heute? Und du sagst dann, haha, du bist die 520. Ich kann das machen, verstehst du? Ich kann sowas rüberbringen. Ich bin locker im Gespräch. Ich habe tausende Gespräche gemacht. Ich bin ein Meister der Ironie und des Sarkasmuses. Und du, mein Schüler, der gerade noch lernt. Junger Padawan. Das heißt, du kannst das Ganze noch nicht passend rüberbringen. Und wenn du das machst, dann kommt es falsch rüber. Ja, dann ist sie so, hey, sag mal, ich bin unsicher. Ich verstehe die soziale Situation nicht. Wie viele Frauen hast du denn schon angesprochen? Bist du einer von diesen Typen, der nur eine Frau flachlegen will? Und du sagst dann, haha, ich kann überhaupt keine Ironie und keinen Sarkasmus, weil ich das noch gar nicht gelernt habe. Aber ich sag jetzt mal, ha, du bist die 523. Und was denkt sie sich natürlich dann? Sie checkt halt nicht, wie du es meinst, weil du es nicht rüberbringen kannst und denkt sich, ah, da ist er wieder, der Axtmörder, der nur Bock hat, die Frauen flach zu legen. Und dann natürlich den Rest. Das heißt, wenn du am Anfang bist, dann versuch nicht irgendwelche schlauen, super krassen, ironisch-sarkastischen Sprüche. Das kannst du dir dann aufbewahren, wenn du auch entspannt bist. Weil die meisten Männer machen diese Sprüche, obwohl sie gerade mal die ersten Sätze über die Lippen bekommen. Wenn du im Gespräch bist und du bist noch aufgeregt, noch wirklich signifikant aufgeregt, dann brauchst du dich nicht mit... Dann brauchst du nicht mit coolen Sprüchen kommen, weil du wirst sie nicht cool rüberbringen können. Sie werden einfach nur dämlich klingen. Dann kannst du besser mit deiner Aufgeregtheit arbeiten, weil das zeigt nämlich, hey, du bist ja ganz normal und kein Axtmörder. Da haben wir es wieder. Na? Also wenn du aufgeregt bist und du arbeitest einfach damit und du lässt auch diese Aufgeregtheit so ein bisschen durchkommen, dann merkt sie halt einfach, oh hey, schau mal, er ist aufgeregt. Wer wäre nicht aufgeregt in dieser Situation? Er scheint ganz normal zu sein, kein Axtmörder. Und schon ist der Druck raus und die Situation ist sicher. Das heißt, wenn du es nicht drauf hast, wenn du am Anfang bist, wenn du nicht der Ironie
Ironie- und Sarkasmusmeister ich, Tim, bin, wenn du nicht in meinen Coachings warst und dort gelernt hast, wie du der Meister der Ironie und des Sarkasmuses wirst, dann solltest du diese Sachen nicht anwenden, gerade wenn du am Anfang stehst, denn das ist einfach nur creepy, komisch, axtmörderhaft, um es mal in unserem Jargon auszudrücken. Und der dritte Axtmörderfehler ist, der dritte große Anfang beim Ansprechen ist, dass du im Allgemeinen nicht erkennst, wann du in einer Situation auch mal dich zurückziehen solltest. Klassisches Beispiel. Meine Teilnehmer sprechen eine Frau an. Ja, hier ist die Frau, hier bin ich. Hallo, hallo, hallo. Und sie dreht sich um und du bist so nah an ihr dran und sie macht erstmal einen Schritt zurück. Was würde jetzt ein sozial kluger und nicht axtmörderischer Mann machen, wenn die Frau sich erschrickt und einen Schritt zurückgeht? Was manche von meinen Teilnehmern dann machen ist, sie kommen einen Schritt näher. Nein, das ist auf jeden Fall die falsche Reaktion darauf. Wenn die Frau einen Schritt zurückgeht, dann sollte dir das sagen, okay, sie ist nicht komfortabel mit der Situation. Und das sollte dir sagen, okay, ich gehe auch mal einen Schritt zurück. Ja, so wie ich es gerade gemacht habe. Ich stehe jetzt hier und ich gehe einfach nur mit meinem Bein einen kleinen Schritt zurück und lehne mich ein bisschen raus, ungefähr so. Ja, vorher war ich vielleicht so, jetzt bin ich so. Ich gebe ihr ein bisschen mehr Raum und zeige ihr, keine Sorge, ich habe verstanden anhand deiner Körperreaktion, dass sich das jetzt erschreckt hat und ich gebe dir Raum. Keine Sorge, alles gut, kein Stress, alles gut, wir machen nur, was du möchtest, ganz entspannt. Diese Worte habe ich dir schon mal mitgegeben, um einfach Druck aus der Situation rauszunehmen. Das Gleiche ist, wenn du jetzt auf einem Date seid und du versuchst, sie zu küssen und sie ist aus irgendeinem Grund noch nicht bereit, dich zu küssen. Noch nicht bereit, dich zu küssen. Und was viele Männer dann machen, ist, dass sie anfangen, darüber zu diskutieren. Oder die Frau gibt ihnen die Nummer nicht oder will nicht mit ihnen aufs Kaffee-Date. Und die Männer fangen ernsthaft an, mit der Frau darüber zu diskutieren, im Sinne von, aber warum denn nicht? Aber schau mal, aber guck mal, Logik Grund 1, hier ist Grund 2 und Grund 3 ist auch voll gut. Ja, schau doch mal, Frau. Na, und fang dann an, mit der Frau zu diskutieren. Und okay, wenn du mit ihr einen Kaffee trinken gehst, geht's vielleicht noch, aber spätestens dann, wenn sie dich nicht küssen will und du fängst an, logisch mit ihr zu diskutieren, dann hast du verloren. Weil das, nichts baut mehr Druck auf als das. Das ist so dieses, hey, ich will dich überreden, hey, du musst aber, hey, du sollst aber, hey, das erwarte ich aber von dir. Na, das ist einfach Bullshit. Keinen Druck aufbauen, indem du anfängst, mit der Frau zu diskutieren, wenn sie noch nicht bereit für irgendeinen Schritt ist. Ja, was ich dann immer mache ist, alles gut, ganz entspannt. Kein Stress. Und dann wechsle ich das Thema. Sie ist nicht bereit, jetzt das zu machen? Kein Stress, alles gut. Übrigens, was machst du denn eigentlich, wenn du nicht gerade? Übrigens, der Typ, von dem du erzählt hast. Übrigens, das mit dem Studium. Erzähl nochmal das und das und das. Was auch immer. Ja? Also, du sagst, hey, kein Stress, alles gut, ganz entspannt. Druck rausnehmen. Und dann wechselst du das Thema. Um es dann später unter Umständen einfach nochmal zu probieren. Aber bitte nicht mit der Frau diskutieren. Das ist Axtmörder-like. Ja, da denkt sie sich, jetzt packt er sie gleich aus. Nicht mit der Frau rumdiskutieren. Das macht nur Stress, das macht nur Druck. Und Frauen überzeugst du nicht logisch, Frauen überzeugst du immer nur emotional. Wenn du entspannt bleibst, wenn du lustig drauf bleibst, wenn ihre Ablehnung deinen emotionalen Zustand nicht verändert in dem Moment, dann kann es sehr gut sein, dass 5 Minuten später sie bereit ist, mit dir rumzumachen oder mit dir einen Kaffee trinken zu gehen oder was auch immer. Aber bitte nicht diskutieren. Nimm es leicht, nimm es locker, führ das Ganze locker weiter und dann änderst du, also schon alleine damit, schon alleine in dem Moment, wo du es locker nimmst, in dem Moment, wo du entspannt bleibst, änderst du die Stimmung, die vielleicht vorher nicht so gut war, zu einer entspannten Stimmung. Und das allein kann dafür sorgen, dass es dann trotzdem funktioniert. Und das wird auch dafür sorgen, dass dich eine Frau nicht wie ein Axtmörder wahrnimmt. Das sind 3 ganz, ganz wichtige Punkte und wenn du die beachtest, dann ist dein Axtmörder-Game schon mal ein Level runter. Dann musst du dir darum schon mal keine Sorgen machen und dann wirst du automatisch dadurch mehr Erfolg mit Frauen haben. Wenn du eine Frage hast, irgendwas davon, schreib sie mir in die Kommentare, schreib mir deine Fragen in die Kommentare und wenn sie hier in dem Video passen und allen helfen, dann beantworte ich sie gerne hier in einem Video. Schön, dass du dabei warst, links neben mir, das weißt du, kannst du den Channel abonnieren. Unter mir kommst du zu einem Anti-Axtmörder-Coaching-Bewerbungsseite, wenn du zu mir ins Coaching kommen willst und ich dir zeigen soll, wie du wirklich erfolgreich Frauen kennenlernen kannst für jetzt und den Rest deines Lebens innerhalb der nächsten 3 Monate. Erster Link in der Beschreibung, Bullshit, direkt unter mir kommst du zum Coaching. Erster Link in der Beschreibung ist aber auch Coaching und unten rechts in der Ecke kommst du zu einem Video, das ich dir empfehle, wenn du das Video hier geschaut hast. Schau da rein, klick drauf, lerne noch mehr über Frauen und Dating und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin und ciao.